Wir sind wieder in einer Wolke. Mittlerweile hat sich der Nebel gelichtet und man sieht wieder ganz klar und es hat frische 10 Grad und dort hinten grasen Pferde. Hallo. Die Heide ist so entspannt, es ist so schön und sie haben 7 Fohlen dabei. Das hier ist das Buzlucha-Denkmal und es wurde 1981 für die Kommunistische Partei Bulgariens eröffnet. Aber seit 1989 verfällt es jedoch immer mehr durch Witterung und Vandalismus. Seit 2018 wird das Gebäude bewacht und man kann nicht mehr hinein. Aber wir haben dieses Foto im Internet von 2014 gefunden, also so schaut es drinnen aus. Die Pferde sind jetzt um uns herum gegangen und sind echt nah gekommen. Sind voll süß, diese kleinen Fohlen, wie sie so in der Wiese liegen. Ja, dann habe ich noch die Abwasch gemacht, zusammengeräumt. You're reincarnated. Und es ist so ein Winter, die Wolken rasen so richtig vorbei. Und das Wetter erinnert mich irgendwie so an Irland. Aber ich finde, wenn man halt gerade vom Strand, vom Warmen kommt und auch gut ausgerüstet ist und es zumindest einen absehbaren Zeitpunkt gibt, wo es wieder besser ist, kann man das eigentlich voll genießen. Also ich finde jetzt diese frische, 10 Grad feuchte Luft eigentlich voll angenehm und voll gut. So, Timer für 20 Minuten. Wir können die Batterie laden. Wir dürfen jetzt bis nach 5 parken mit nur 1 Euro. Und das ist halt so arg, weil eine halbe Stunde kostet 20 Cent. Das ist super. Und es steht auf Englisch angeschrieben. Ja. Eigentlich perfekt. Ja. Rosarium. Wir sind ja in Kasanlak und das ist die Hauptstadt des Rosentals hier. Und in diesem Rosental werden 70% des weltweiten Vorkommens sozusagen an Rosenöl kommt aus diesem Tal. 70%. Und man braucht halt extrem viel Rosenblüten, um 1 Liter Rosenöl herzustellen. Also man muss extrem viele Rosen ernten. Riecht stark? Nicht stark, aber sehr gut. Und falls jemand mal zufällig am 1. Juni-Wochenende da sein sollte, dann kann man sich das Rosenfestival anschauen. Sicher auch schön. So cool. Vorne und hinten Blattfedern. Und es gibt einen YouTuber und der hat sich sowas jetzt in Kirgisistan zu einem Camper ausgebaut. Wieso ist da eine Tür? So weit oben. Wir waren gerade in einem Café, das hieß The Coffee Room und das war voll nett. Wir sind zufällig drüber gestolpert. Ja, und es ist immer so lustig, wenn ich die kyrillischen Buchstaben dann lese. Ich weiß ja nie, ob ich das Wort dann verstehen werde oder nicht. Und oft sind es halt englische Wörter, aber auf kyrillisch geschrieben. Und da gibt es zum Beispiel Cookies. Und das finde ich so süß, das einfach so zu schreiben und dann trotzdem Cookies zu sein. Unser Ticket gilt jetzt noch ein bisschen und wir haben das bis jetzt immer so gemacht, dass wenn es noch gültig ist und wir schon fahren, dass wir es dann auf den Automaten drauflegen. Und ich finde, das ist ganz nett, wenn das jeder macht, weil dann erspart man vielleicht jemanden was. Genau. Ja.
Da ist jetzt so ein Rosenfeld, es sind schon die meisten verblüht, aber man kann sich vorstellen, wie es aussieht, wenn sie in voller Blüte stehen. Und das Rosental hat eine ganz besondere Lage, weil es eben zwischen zwei Gebirgsketten ist, also im Norden das Balkangebirge und im Süden die Gebirgskette Sredna Gora. Und in der Mitte ist eben dieses Tal, aber es ist so breit, dass es wie eine Ebene ist. Und es ist fast immer windstill hier und da haben die Rosen gute Bedingungen, um zu wachsen. Ich habe gerade ein SMS bekommen, dass unser Paket zugestellt worden ist. Jetzt rufen wir im Hotel an. Okay, perfect. Thank you so much. See you tomorrow. Perfekt. Reibungslos. Ja. Ja. Aber dem Schild links abbiegen. Genau. Uiuiui. Und dann eher so den rechten Weg. Genau, und jetzt fahren wir auf den Hügel da hinauf. Da gibt es einen See, wo direkt daneben so eine Art Gipfel ist. Und das könnte ganz cool werden. Also da probieren wir jetzt hinzufahren. Ich weiß nicht, aber die Brücke schaut mir nicht sehr zuverlässig aus. Nein, ich glaube, es ist auch besser. Ist sogar auf der Karte der Weg, der durchs Wasser führt. Da fahren öfter Leute als bei dem letzten Track. Ja. Boah, ich fliege so mal rein. Voll die coole Aussicht. Da schauen wir mal runter. Ja. Der Weg ist sehr lang. So. Es gibt vor uns aber immer noch mehr oder weniger frische Spuren. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie alt sie sind. Auf jeden Fall zwei verschiedene Arten von Reifen. Was in Bulgarien aber genauso gut auch ein Auto sein kann. Okay, cool. Ein See und überall am Seeufer sind so Fahrzeuge. Und zum Glück haben wir ein Fernglas. Okay, schauen. Ist das ein Stau oder ein Reihe? Das fliegt so langsam. Doch. Ja? Ja. Es sind ganz viele Fische, aber wirklich viele. Also wenn ich jetzt da durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mindestens. Da fallen wir nicht auf. Nein. Ein Auto mehr oder weniger. Ja, aber hier auf diesem Bereich ist es sehr besonders, weil da ist sonst niemand. Ja. Aber eben dort, wo wir jetzt stehen, ist das Gras schon getrampelt und eben die Reifenspuren sind circa hier aus. Also wird wahrscheinlich vor uns hier jemand gewesen sein. Ich glaube, dass es extrem viele Gelsen geben wird. Ja, aber ich sonst bin schon eingeschmiert. Da hinten schauen wir auf die Berge, das ist voll schön. Ja. Nimm mal mit. Oh, ein Hase läuft gerade weg. Oh. Jetzt der Spirituskocher mit dem echten Spiritus, den wir in Bulgarien gekauft haben, jetzt schon viel heißer wäre das mit diesem medizinischen Sanitäralkohol. Ja, 72% Ethanol. Genau, und jetzt ist 99%. Also es macht schon einen Unterschied, aber es hat genauso gut funktioniert. Man hat halt es nicht so heiß bekommen. Als ja, aber es sind so blaue Rückstände jetzt in diesem Filterfließ. Ja, schon. Mal schauen, wie lange die noch bleiben. Ich meine, sie beeinträchtigen es nicht. Kalt? Nein, ich muss mich vor Gelse schützen. Ich bin zwar überall eingesprayt, aber es gibt immer irgendwie einen Zentimeter, den sie erwischen, der nicht eingesprayt ist. Und auf meiner Hand kann man immer beobachten, wie sie sich hinsetzen,
Schauen, schauen. Und dann fliegen sie einfach wieder weg. Schauen, schauen, schauen. Sie tasten immer so, aber stechen nicht. Sie tasten die ganze Zeit, als würden sie nichts finden und dann fliegen sie einfach wieder. Und bei der Karin wäre es in derselben Zeit einfach da fünf Stiche. Tschu, tschu, tschu. Da geht sie herum. Sucht und sucht. Als hättest du irgendwie stärkere Haut oder so. Man muss sagen, ich habe wirklich nicht jetzt das allergrößte Glück mit meiner Haut. Aber eben was Gelsen betrifft. Und weg ist sie. Hat nichts gefunden. Einwandfrei. Wie geht's mit Gelsen? Hörst du welche oben? Ich glaube nicht. Ich hoffe, wir haben es geschafft, keine Gelse ins Dachzelt zu lassen. Aber es macht kein Geräusch und die Karin ist schon mit den nackten Beinen so dagelegen und hat geschaut, ob eine Gelse sich hinsetzt. Ja, und es hat sich keiner hingesetzt. Das ist normalerweise ein sicherer Indikator für keine Gelse in der Nähe. Okay. Gut, gute Nacht. Boah. Guten Morgen. Guten Morgen. Und das dürfte ja hier so ein Ort sein, eben wo Leute zum Fischen herkommen. Und ein paar lassen ihren Müll halt da. Aber ich finde, das ist ein recht schöner Ort und wir haben eben große Säcke mit und Zeit und Einweghandschuhe. Und somit werden wir jetzt den Sack vollfüllen und dann mitnehmen. Das war jetzt nur so ein kleiner Ort. Also wir haben uns so 2 Meter vom Auto bis dort hinten hin bewegt. Und das ist schon relativ voll und relativ schwer. Aber man muss sagen, das war eine sehr belastete Stelle. Ja. Also es schaut nicht überall so aus. Das da hinten ist unsere kleine Halbinsel gewesen. Willkommen! Juhu! So, das mit dem Paket hat super geklappt und ein netter Nebeneffekt ist, dass wir heute eine Nacht im Hotel verbringen werden.